Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Kaisertum ist als eine besondere Form der monarchischen Herrschaft mit dem Anspruch auf Weltgeltung, zumindest auf Vorherrschaft in einer bestimmten Großregion zu verstehen. Das Römische Reich in seiner spätantik christlichen Ausformung bildete im westlichen Europa das Maß aller Dinge, auch nach dem Untergang Westroms 476. Freilich bestand das Kaisertum im Osten fort. Der oströmische Kaiser in Konstantinopel sah sich als Nachfolger der antiken Cäsaren. Mit der Krönung Karls des Großen am Weihnachtstag des Jahres 800 und der Akklamation der Römer entstand das spezifisch westliche Kaisertum, so kann man zumindest in der Rückschau festhalten. Wie aber sahen die Zeitgenossen dieses Kaisertum? Als eine schlichte Kopie des römischen Kaisertums oder als etwas gänzlich Neues, das nur noch über den Ort des Zeremoniells mit dem in Westeuropa längst untergegangenen römischen Kaisertum verbunden war. Ein Zeitgenosse, der Verfasser der Lorscher Annalen, schilderte die Entscheidungsfindung, die zur Kaisererhebung führte, mit folgenden Worten. Zitat, und weil schon damals bei den Griechen der Name des Kaisers ein Ende gefunden hatte und sie ein weibliches Kaisertum hatten, erschien es dem Apostelnachfolger Leo selbst und allen heiligen Vätern, die an diesem Konzil teilnahmen, und dem übrigen christlichen Volk, dass sie Karl, den König der Franken, als Kaiser bezeichnen müssten, der Rom selbst besaß, wo immer Kaiser zu herrschen pflegten, und er hatte auch die übrigen Sitze in Italien, Gallien und Germanien inne, weil der allmächtige Gott ihm allein diese Sitze in seine Macht gegeben hatte. Daher erschien es ihnen gerecht, dass er mit Gottes Hilfe und auf Bitten des gesamten Christenvolkes diesen Namen erhielt. Ihre Bitte konnte König Karl nicht abschlagen, sondern er unterwarf sich mit aller Demut Gott und nahm auf Bitten der Bischöfe und des gesamten Christenvolkes am Fest der Geburt unseres Herrn Jesu Christi den Kaisertitel mit der Segnung durch den Papst Leo an. Zitat Ende. Deutlich stellt der Analyst Karls Erhebung in den weltpolitischen Kontext seiner Zeit. Eigentlich gab es ein legitimes Kaisertum, das die Griechen oder die Byzantiner innehatten. Diese hatten aber eine Frau als Herrscherin akzeptiert, was der in Rom unter dem Vorsitz Papst Leos III. Tagenden Synode als nicht akzeptabel erschien. Daher, so meinten die Konzilsväter, müsse Karl Kaiser genannt werden. Die Argumentation geht aber noch weiter. Der Sache nach sei Karl eigentlich schon vorher Kaiser gewesen, weil er die Kaiserstadt Rom und die meisten anderen Kaiserresidenzen beherrschte. Damit und mit dem Hinweis auf das Nomen Imperatoris, den Kaisernamen, den Kaisertitel, schloss sich der Autor einem am Karlshof verbreiteten Argumentationsmuster an, das von der modernen Forschung als Nomen- bzw. Namentheorie bezeichnet wird. Demnach musste ein Herrscher die mit seinem Titel verbundenen Pflichten auch erfüllen, wenn er diesen Namen zu Recht führen wollte. Tat er das nicht, legitimierte dies die Erhebung eines neuen Königs oder Kaisers. Karls Erhebung zum Kaiser erscheint also als ein völlig logischer Schritt am Ende einer Ereigniskette. Während die Byzantiner die Kaiserwürde verloren, war Karl der Sache nach schon längst Kaiser und erhielt diesen Titel nun auch formell. Aber war Karl der Große wirklich ein Kaiser wie die römischen und die byzantinischen? Die Forschung legte lange Zeit Wert auf die Feststellung, er habe ganz neue Vorstellungen gehabt. So sprach man von einem romfreien oder zumindest romfernen Kaisertum, das er angestrebt habe. Von solchen Deutungskonzepten hat man sich inzwischen zwar gelöst, aber da und dort ist noch zu lesen, Karl habe keineswegs Kaiser der Römer mit einem universalen Anspruch sein wollen. Dieses Urteil verdeckt etwas, dass der Aufstieg der Karolinger zum Kaisertum ein lang anhaltender Prozess gewesen ist, der schon rund 60 Jahre zuvor begonnen hatte. Vor allem aber wird man mit dieser Einschätzung dem Selbstverständnis Karls des Großen nicht gerecht. Denn dieses war schon einige Zeit vor dem Weihnachtstag des Jahres 800 kaiserlich geprägt. Um diese beiden Aspekte soll es im Folgenden gehen. Einmal um den Aufstieg der frühen Karolinger zur Kaiserwürde und die Art und Weise, in der Karl diese nach 800 ausübte.
Also zunächst zum Aufstieg der Karolinger zur Kaiserwürde. Dieser Aufstieg vollzog sich in einer Welt, die auf christlicher Seite zum einen vom oströmischen Kaiser in Konstantinopel und zum anderen vom Papst, dem Bischof von Rom, dominiert wurde. Der Kaiser verstand sich, wie gesagt, in der Nachfolge der römischen Imperatoren als Weltherrscher, zumindest als Vormacht der christlichen Ökumene. Dies wurde von keinem anderen christlichen Monarchen ernsthaft bestritten, auch wenn etwa die Langobardenkönige in Italien ziemlich erfolgreich die oströmischen Besitzungen im Lande attackierten und eroberten. Der Papst war als Patriarch des Westens, als Bischof der alten Kaiserstadt Rom und als Nachfolger des heiligen Petrus unbestritten der vornehmste Geistliche der Christenheit. Die Märtyrergräber in Rom waren das Ziel für christliche Pilger schlechthin und die Petrusfrömmigkeit machte den Papst als Nachfolger des hochverehrten Heiligen zu einer unbestrittenen Autorität, sogar in Regionen, die allenfalls oberflächlich christianisiert waren. Zudem trat der Papst seit der Spätantike immer wieder als Widerpart des oströmischen Kaisers in kirchenpolitischen und theologischen Fragen auf, auch wenn er bis weit in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts hinein in weltlicher Hinsicht ein, sagen wir, Untertan des oströmischen Kaisers war. Dessen politische Dominanz aber war gefährdet, weil er wegen der Angriffe der Bulgaren auf dem Balkan und der Araber in Anatolien nicht mehr willens oder in der Lage war, Rom und den Papst von den immer aggressiver auftretenden Langobarden zu schützen. Der Weg der Karolinger zur Kaiserwürde begann daher aus der Rückschau mit einem Hilferuf des Papstes an Karl Martell, den Großvater Karls des Großen. In den Jahren 739 und 40 schickte Papst Gregor III. Zwei Gesandtschaften an den fränkischen Hausmeier, um ihn um Hilfe gegen den Langobardenkönig Liutprand zu bitten, der damals in den Herrschaftsbereich des Papstes rund um die Stadt Rom eingedrungen war. Da Liutprand jedoch ein alter Verbündeter Karl Martells war und ihn gerade auch gegen die Araber im Süden Galliens unterstützt hatte, unternahm der fränkische Hausmeier nichts gegen ihn. Interessant ist, wie der wichtigste fränkische Geschichtsschreiber dieser Zeit die päpstliche Initiative interpretierte. In den sogenannten Fortsetzungen Fredegars, die im Auftrag von Karl Martells Halbbruder Hildebrand verfasst wurden, ist von den Langobarden überhaupt keine Rede, sondern es heißt, der Papst habe angeboten, die Seite des Kaisers zu verlassen. Wie kam der fränkische Chronist auf diese Idee? Zunächst wollte er keine Stellung gegen die langobardischen Verbündeten beziehen. Daher bezog er einen nur mittelbar Beteiligten in seine Überlegungen mit ein, den Kaiser in Konstantinopel. Gerade dessen Tatenlosigkeit rückte der Franke daher in den Mittelpunkt. Wäre es doch die Aufgabe des Kaisers als Oberherrn Roms und des Papstes gewesen, diesen zu unterstützen. Da er dies nicht tat und die päpstlichen Gesandten vielleicht auch über die oströmische Tatenlosigkeit geklagt hatten, war für den fränkischen Chronisten klar, letztlich war das Hilfegesuch des Papstes gleichbedeutend mit einem Angebot des Papstes, nicht länger den Kaiser, sondern Karl Martell als Beschützer und im Grunde genommen damit auch als eine Art Oberherrn anzuerkennen. Am Ende aber blieb alles beim Alten. Karl Martell engagierte sich nicht in Italien, die Langobarden ließen dennoch von Rom ab und der Papst blieb vorerst ein Untertan des oströmischen Kaisers. In den 740er Jahren änderten sich die Rahmenbedingungen der päpstlich-fränkischen Kommunikation von Grund auf. Zum einen endete die Herrschaft Liutprands und seiner Familie über die Langobarden. Damit lockerte sich das fränkisch-langobardische Bündnis. Zum anderen festigte die von Bonifatius angestoßene Reform der fränkischen Kirche die Bindungen der Frankenherrscher an den Papst in Rom. Als Karl Martells Sohn Pippin die Entthronung des machtlosen Merowingerkönigs Kilderich III. Einleitete, suchte er daher Unterstützung bei Papst Zacharias. Unter Berufung auf die apostolische Auctoritas wurde 751 der Dynastiewechsel im Frankenreich vollzogen. Im gleichen Jahr war Ravenna abermals in die Hand der Langobarden gefallen, deren König Aistulf schließlich sogar Rom bedrohte. Erneut wandte sich der Papst an die Franken. Stefan II. Zog im Herbst 753 sogar selbst über die Alpen, um seiner Bitte größeren Nachdruck zu verleihen.
Seiner Vita zufolge entschloss er sich zu diesem Schritt, weil er vom oströmischen Kaiser keine Hilfe zu erwarten hatte. Stephan erreichte, dass der Frankenkönig ihm die Stadt Ravenna übergeben wollte, die Pipinische Schenkung. Im April 754 stimmte eine fränkische Reichsversammlung in Chiasi diesem Vorhaben nach anfänglichem Widerspruch zu. Unter den Franken gab es Widerstand gegen den Angriff auf die Langobarden, denn nach wie vor gab es viele Anhänger des fränkisch-langobardischen Bündnisses. Daher musste Stephan II. Alles tun, um seinem Gastgeber Pippin den Rücken zu stärken. Wohl deshalb salbte er den Frankenherrscher und seine Söhne zu Königen und zu Patriziern der Römer. Dies bedeutete eine erhebliche Rangerhöhung für den erst seit wenigen Jahren amtierenden König und trug erheblich dazu bei, die Legitimität seiner Herrschaft und der gesamten neuen Dynastie zu erhöhen. Vor allem mit der Vergabe des Patrizius-Titels verpflichtete der Papst den Frankenkönig zudem dazu, Rom und die römische Kirche zu beschützen. In zwei Feldzügen, 754 und 56, besiegte Pippin die Langobarden und zwang sie, dem Papst die Stadt Ravenna samt Umland auszuhändigen. Das Besondere an dieser Abmachung war, dass sie nicht nur zu Lasten der Langobarden, sondern auch Ostroms ging, zu dem Ravenna bis 751 gehört hatte, bis die Langobarden eben die Stadt erobert hatten. Der Frankenherrscher beanspruchte somit die Verfügungsgewalt über Gebiete, die traditionell dem byzantinischen Kaiser unterstellt waren. Diese auch in vielen Handbüchern nachzulesende Zusammenfassung der Ereignisse verstellt ein wenig den Blick auf das Singuläre der päpstlichen Reise. Bis dahin hatte ein Papst Italien allenfalls in Richtung Konstantinopel verlassen, um den byzantinischen Kaiser aufzusuchen. Nun verbrachte der Nachfolger des heiligen Petrus insgesamt rund ein halbes Jahr im Frankenreich. Die Prestigesteigerung für die Franken war immens, zumal die Handlungen des Papstes während dieser Zeit genau auf diese Wirkung abzielten. Pippin war schon vorher König, doch durch die Salbung des Franken und die seiner Söhne in Saint-Denis war er vom Nachfolger des heiligen Petrus abermals mit dieser heiligen Handlung ausgezeichnet worden. Nach Arnold Angenend war noch ein anderer Aspekt dieser Salbung wichtig. Sie war abgeleitet von der Firmsalbung nach römischem Ritus und begründete eine Compaternitas, eine Taufpatenschaft zwischen Papst und Frankenkönig, die einer verwandtschaftlichen Beziehung glich. Diese Compaternitas war der Kern des päpstlich-fränkischen Bündnisses, zumindest aus Sicht des Papstes, der in seinen Briefen an die Frankenherrscher ständig darauf verwies. Bis dahin war die Taufpatenschaft vor allem ein Mittel der oströmischen Kaiser gewesen, ihre Oberherrschaft über fremde, bisher heidnische Fürsten zu dokumentieren. Für den Westen trat nun der Papst an die Stelle des Kaisers, mehr noch, seine Position war ungleich gewichtiger, da er nicht nur als Taufpate auftrat, sondern die Taufe oder Firmung auch selbst spendete. Dennoch blieben die Verhältnisse zwischen der alten Kaisermacht in Konstantinopel, den Päpsten und dem Frankenreich äußerst facettenreich und ziemlich unübersichtlich. So waren 756 byzantinische Gesandte bei Pippin erschienen und hatten die Herausgabe des Exarchats von Ravenna verlangt. Der Frankenkönig hatte dies abgelehnt und wohl erst 757 war es zu einem politischen Ausgleich zwischen beiden Mächten gekommen. Die Päpste erkannten weiterhin die staatsrechtliche Zugehörigkeit zu Byzanz an, orientierten sich aber zugleich stärker zu den Franken hin. So zeigten die Päpste Paul I. und Konstantin II. 757 bzw. 67 dem Frankenkönig offiziell ihre Wahl an, wie es bis dahin nur dem Kaiser gegenüber geschehen war. 773 geriet Rom wieder stärker unter den Druck der Langobarden. Papst Hadrian sah sich wie seine Vorgänger veranlasst, den Frankenkönig um Hilfe zu bitten. Erneut kam es zu einem fränkischen Angriff auf die Langobarden. Karl der Große, nun König der Franken, schloss den Langobardenkönig Desiderius in dessen Hauptstadt Pavia ein. Noch während dieser Belagerung zog Karl im Frühjahr 774 nach Rom, um dort das Osterfest zu feiern. Papst Hadrian war seinem Biografen zufolge sehr erschrocken über diesen Besuch, über diesen plötzlichen Besuch. Einerseits war Karl sein Bundesgenosse, andererseits barg dessen rasches Ausgreifen und die direkte Präsenz des Frankenkönigs in Italien und in Rom aber auch eine Gefahr für die politische Unabhängigkeit des Papsttums.
Trotzdem oder gerade deswegen empfing ihn der Papst mit den protokollarischen Ehren, die einem Exarchen oder Patrizius zustanden. Bislang hatten weder Karl noch sein Vater Pippin den ihnen eigentlich zustehenden Titel eines Patricius Romanorum geführt. Lediglich die Päpste benutzten ihn in ihren Briefen an den Frankenkönig, um sie an die Rolle der Schutzmacht Roms zu erinnern. Nun wurde Karl zunächst einmal in Rom selbst wie ein Patricius Romanorum empfangen. Aber anders als der Exarch in früheren Zeiten durfte er nicht in der Stadt selbst nächtigen, sondern musste vor der Stadt bei St. Peter sein Quartier nehmen. Der Papst duldete also keinen weltlichen Herrscher mehr neben sich in Rom. Auch musste Karl noch vor den Osterfeierlichkeiten einen Sicherheitseid in der Petersgruft leisten und er erneuerte außerdem die pippinische Schenkung von 754. Das weitere Geschehen ist bekannt. Karl kehrte nach Pavia zurück, eroberte die Stadt und erweiterte seither seinen Königstitel um zwei wichtige Komponenten. Er nannte sich fortan nicht nur König der Franken, sondern auch König der Langobarden und Patricius der Römer. Dieser Rang hatte aus Sicht der Päpste bislang vor allem betonen sollen, dass die Frankenkönige im päpstlichen Auftrag die römische Kirche zu beschützen hatten. Nun herrschte Karl in unmittelbarer Nachbarschaft zur ewigen Stadt als König, eben als König der Langobarden, und der Patricius-Titel sollte damit auch einen Herrschaftsanspruch untermauern. Dieser intendierte Bedeutungswandel blieb auch Hadrian sicherlich nicht verborgen, der sehr auf seine politische Eigenständigkeit bedacht war. Zunächst einmal aber profitierte er von der starken fränkischen Präsenz in Italien und löste sich nun vollends vom Byzantinischen Reich, zu dem Rom bis dahin eben gehört hatte. Der Name des Kaisers wurde in päpstlichen Urkunden und auf päpstlichen Münzen nicht mehr genannt. Vielmehr betonte der Papst seine unabhängige Stellung, indem er seinen eigenen Namen an die Stelle des Kaisers setzen ließ. Gleichwohl arbeiteten Papst und Kaiser als höchste Autoritäten der Christenheit, zumindest in kirchlichen Dingen, weiterhin zusammen. 787 beriefen Kaiser Konstantin VI. Und seine Mutter Irene ein allgemeines Konzil nach Nicäa ein, um dort den Streit um die Verehrung der heiligen Bilder zu beenden, der die Kirche, insbesondere die Ostkirche, schon seit rund einer Generation entzweite. Wie üblich waren als Vertreter der westlichen Kirchen Legaten des Papstes eingeladen, aber keine Gesandten des Frankenkönigs. Dies missfiel Karl den Großen, der sich mittlerweile politisch an Byzanz angenähert hatte. Aber nun wurde ihm vermutlich deutlich, dass ihm alle militärischen Erfolge und das politische Bündnis mit Byzanz doch niemals die Gleichberechtigung mit dem alten Kaiserstaat in den Osten bringen würden. Obwohl die Beschlüsse von Nicäa eigentlich den fränkischen Vorstellungen entsprachen und sie ihm auch mit einer entsprechenden Stellungnahme des Papstes übermittelt wurden, ließ Karl sie von seinen Hoftheologen ablehnen. Mit Theodulf von Orléans an der Spitze verfassten sie eine Widerlegung der Beschlüsse von Nicäa, die sogenannten Libri Carolini, das Opus Caroli contra Synodum. In dieser Quelle betonte Karl die Tatsache, dass er über Gallien, Germanien und Italien herrschte, also über drei Provinzen des ehemaligen Römerreiches. Die Libri Carolini wurden zwar nie offiziell veröffentlicht, aber dafür machte Karl auf dem Konzil von Frankfurt 794 seine Position überaus deutlich. Dort ließ er die Beschlüsse von Nicäa ablehnen und betonte so seine kaisergleiche Stellung als weltliches Haupt der Christenheit. In dieser Tradition trat Karl auch gegenüber Hadrians Nachfolger Leo III. Auf. Nach seinem Sieg über die heidnischen Awaren schrieb er, dieser solle sich auf die Aufgabe des Betens beschränken, während er, Karl, die römische Kirche schützen und die Christenheit gegen die Heiden und Ungläubige verteidigen wolle. Insgesamt steigerte der Sieg über die einst als Geisel der Christenheit gefürchteten Awaren, ein Reitervolk im heutigen Ungarn, das Selbstbewusstsein des fränkischen Hofes erheblich. So bezeichnete Karls Ratgeber Alcuin aus diesem Anlass das Reich des Frankenkönigs als Regnum Imperiale,
als kaiserliche Königsherrschaft. Mehrfach sprach der Angelsachse auch vom Imperium Christianum. Das am fränkischen Hof gepflegte Selbstbewusstsein spiegelt sich wohl am besten in einem an Karl selbst gerichteten Brief Alcuins aus dem Jahre 799 wider. Zitat: Drei Personen nahmen auf der Welt bisher die höchste Stelle ein, nämlich der Papst in Rom, der den Stuhl des heiligen Apostelfürsten Petrus als Stellvertreter innehat, dann die kaiserliche Würde und die weltliche Macht des zweiten Rom, an dritter Stelle die königliche Würde, zu der euch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erhoben hat, als Lenker des christlichen Volkes, mächtiger als die genannten, hehrer an Weisheit, erhabener durch die Würde des Reiches. Auf dir allein, so Alcuin weiter, beruht das ganze Wohl der Christenheit. Du strafst die Verbrecher, führst die Irrenden auf den rechten Weg zurück. Du bist der Tröster der Betrübten, du erhöhst die Guten. Wir könnten Alcuins Worte als Schmeicheleien eines intellektuell hochstehenden Höflings abtun, wenn der Brief nicht in einer besonderen Situation geschrieben worden wäre, in dem sich sowohl das Papst als auch das Kaisertum in einer schweren Krise befanden. Im Jahr 797 war Kaiser Konstantin VI. Von seiner eigenen Mutter Irene gestürzt worden. Sie ließ ihren Sohn sogar blenden, was den Tod Konstantins nach sich zog. Dieses Verbrechen ließ sich natürlich leicht gegen die Kaiserin instrumentalisieren. Als erste Frau im Oströmischen Reich führte sie selbstständig die Regierung. Einer vereinzelten Nachricht zufolge soll eine Parteiung in Byzanz, möglicherweise sogar die Kaiserin selbst, Karl 798 die Kaiserwürde angeboten haben. Ausschlaggebend aber war ein Ereignis in Rom, das unmittelbar, wenn vielleicht auch nicht zwanghaft, zur Kaiserkrönung Karls des Großen führte. Am Tiber hatte es im Frühjahr 799 einen Anschlag auf Papst Leo gegeben, der angeblich sogar geblendet und der Zunge beraubt worden war. Gegner des Papstes, die verwandtschaftlich mit dessen Vorgänger Hadrian verbunden waren, hatten sich gegen ihn erhoben. Vorwürfe standen im Raum, die auf Leos Lebenswandel zielten. Letztlich ging es vermutlich auch um politische Gegensätze. Die Forschung geht von einer begonnenen, aber unvollendet gebliebenen Absetzung aus. Wie auch immer, es folgte eine Ereigniskette, an deren Ende die Kaiserkrönung Karls des Großen am Weihnachtstag des Jahres 800 stehen sollte. Ohne dies genauer auszuführen, seien die wichtigsten Ereignisse kurz zusammengefasst. Leo flüchtete zu Karl ins Frankenreich, der ihn in Paderborn mitten im neu bekehrten Sachsenland empfing. Noch während der Papst unterwegs war, kam es anscheinend zu intensiven Beratungen über sein weiteres Schicksal, und zwar am Hof des Frankenkönigs. Hier gab es offenbar zwei Gruppierungen. Die eine sprach sich dezidiert gegen Leo aus und damit für dessen Absetzung. Die andere wollte am bisherigen Papst festhalten und argumentierte damit, dass ein Papst nicht gerichtet werden könne. Wie sollte Karl entscheiden? Er ließ die Frage möglichst lange offen, empfing Karl aber mit allen einem Papst zustehenden Ehren und ließ ihn anschließend von fränkischen Truppen nach Rom zurückführen. Die Verschwörer wurden festgenommen und ins Frankenreich gebracht. Doch die Vorwürfe, den diese gegen den Papst erhoben hatten, ließ Karl im Raume stehen. Die Entscheidung darüber behielt er sich selbst vor und reiste daher im November 800 persönlich nach Rom. Mit seiner Hinhaltetaktik hatte er den Papst erheblich geschwächt und konnte nun auch am Tiber machtbewusst auftreten. So wurde er, anders als 774, nicht vor den Toren der Stadt, sondern in Rom selbst empfangen, bevor er weiter nach St. Peter zog, wo Leo ihn erwartete. Es folgte eine Synode unter Vorsitz von Papst und König, die mehr als 4 Wochen lang über die Vorwürfe gegen Leo beriet. Allein die Dauer dieser Verhandlungen muss für Leo demütigend gewesen sein, und Karl tat anscheinend nichts, um das den Papst belastende Verfahren in dessen Sinne zu beschleunigen. Am Ende leistete Leo einen Reinigungseid und beschritt einen Ausweg, den seine Unterstützer ein Jahr zuvor noch kategorisch abgelehnt hatten. Aber immerhin,
Karl ermöglichte es Leo weiterhin, als Nachfolger des heiligen Petrus zu amtieren, jedoch nicht ohne Gegenleistung. Am folgenden Tag, dem Weihnachtstag, krönte der gerade erst rehabilitierte Papst den Frankenkönig zum Kaiser und leistete diesem anschließend sogar die Proskynese, more antiquorum principum, also nach Art der antiken Cäsaren. In dieser bzw. in byzantinischer Tradition hatten die Römer Karls als Kaiser akklamiert, indem sie ihm zuriefen: Carolo Augusto Adeo Coronato Magno et Pacifico Imperatori Romanorum Vita et Victoria. Dies berichten jedenfalls die fränkischen Reichsannalen und fast wortgleich auch der Liber Pontificalis als offiziöse päpstliche Quelle. Alles in allem scheint also Karl die treibende Kraft bei seiner Erhebung zum Kaiser gewesen zu sein. Leo III. War zunächst ein eher Getriebener, der lange Zeit um seine Stellung als Papst bangen und schließlich an Karls Kaisererhebung mitwirken musste. Als Nachfolger des heiligen Petrus war er aber der geborene Legitimationsstifter für Karls neue Würde, ganz so wie sein Vorgänger bei der Erhebung Pippins zum Frankenkönig. Daher kam Leo als Koronator auch zuerst zum Zuge. Was bedeutete das? Insgesamt orientierte man sich am Weihnachtstag des Jahres 800 anscheinend am byzantinischen Vorbild. Hier wurde ein Thronprätendent jedoch zunächst vom Volk zum Kaiser ausgerufen und anschließend vom Patriarchen gekrönt, ohne dass diese Krönung konstitutiven Charakter besessen hätte. Da der Papst in Rom nicht nur Stellvertreter Gottes auf Erden war, sondern zugleich das politische Oberhaupt der Stadt, konnte er durch die Verkehrung der Reihenfolge von Akklamation und Krönung anscheinend seine zeremonielle Rolle stärker zum Ausdruck bringen, wenn man nicht sogar von einem eigenmächtigen Vorgehen ausgehen will. Sozusagen eine Revanche für seine Demütigung während der vergangenen Wochen und Monate, die Karl nicht nur nicht verhindert, sondern sogar aktiv betrieben hatte. Aber hier bewegen wir uns im Bereich des Spekulativen. Vielleicht liegt hier, um sozusagen hier noch etwas weiterzumachen, auch der Grund vor, warum Einhard, der Biograf Karls des Großen, später behaupten konnte, Karl hätte die Kirche trotz des hohen Feiertages nicht betreten, wenn er des Papstes Absicht hätte vorausahnen können. Auf jeden Fall erfolgte Karls Erhebung zum Kaiser in einer spannungsgeladenen Situation. Gerade nach dieser Krönung und ihrer Vorgeschichte stand die Frage im Raum, wie Kaiser und Papst ihre Beziehungen gestalten wollten, und darüber hinaus war beider Verhältnis zu Byzanz zu klären. Und so komme ich zu meinem zweiten großen Abschnitt, zu den Ereignissen nach der Kaiserkrönung. Mit der Krönung veränderte sich die Stellung der Stadt Rom fundamental. Gab es doch fortan einen neuen römischen Kaiser. Seit Hadrian, wohl im Jahr 775 dem byzantinischen Kaiser die Anerkennung verweigert hatte, beherrschte der Papst die ewige Stadt nach innen und außen selbst und völlig unabhängig von einer anderen politischen Macht. Dies änderte sich nun grundlegend. Schon Anfang 801 ist dies mit Händen zu greifen. Nicht der Papst, sondern der neue Kaiser verurteilte die Verschwörer des Jahres 799 als Majestätsverbrecher zum Tode bzw. zum Exil ins Frankenreich. Die Urkunden Leos III., bisher nach seinen eigenen Pontifikatsjahren und erst in zweiter Linie nach den Herrschaftsjahren Karls in Italien datiert, wurden nun allein auf den neuen Kaiser bezogen. Im Herrschaftsgebiet des Papstes agierten nun auch kaiserliche Missi, also fränkische Königsboten. Zwar scheint Leo ihnen das Leben so schwer gemacht zu haben, dass Karl schließlich kaum noch jemanden fand, der diesen Posten übernehmen wollte, aber in der Theorie fielen Rom und die päpstlichen Herrschaftsgebiete nun unter die kaiserliche Oberherrschaft, während der Papst seine Position nur in diesem Rahmen finden konnte. Eine Papstwahl, an der man die neuen Verhältnisse vielleicht hätte noch besser ablesen können, fand allerdings zu Lebzeiten Karls des Großen nicht mehr statt, weil Leo ihn um ein Jahr überlebte. Aber bezeichnend ist doch, wie der Papst den Tod des Kaisers zu 814 zu seinen Gunsten auszunutzen suchte.
Über die Teilnehmer einer weiteren römischen Verschwörung verhängte er 815 eigenständig die Todesstrafe, also ohne Rücksprache mit Karls Nachfolger Ludwig dem Frommen oder dessen Vertretern vor Ort. Leo beanspruchte demnach die volle Gerichtsbarkeit über die Stadt Rom, wenn man so will, die volle Souveränität, und musste erst wieder in die Schranken gewiesen werden. Nicht nur in weltlichen Dingen, auch in Angelegenheiten der Kirche agierte Karl ganz wie ein Kaiser in römisch-byzantinischer Tradition. Dies galt sogar für eine Frage, von der sowohl der Westen als auch der Osten betroffen waren. Karl verstand sich als Schutzherr Jerusalems, was seinen Anspruch auf eine Universalherrschaft in römischer Tradition unterstreicht. In diesem Sinne beanspruchte er auch die letzte Entscheidungskompetenz, selbst in theologischen Fragen, wie das Beispiel des Filioque-Streits lehrt. Im Heiligen Land war ein theologischer Streit zwischen griechischen und fränkischen Mönchen ausgebrochen, weil die Franken über den Wortlaut des gemeinsamen Glaubensbekenntnisses hinaus der Auffassung waren, der Heilige Geist sei vom Vater und vom Sohn ausgegangen, ex patre filioque procedit. Karl ließ 809 den Filioque-Streit auf der Synode von Aachen in einer Art und Weise entscheiden, die in ihrer Haltung gegenüber dem Papst sehr an das Vorgehen Karls im Bilderstreit erinnert. Die fränkische Kirchenversammlung forderte den Papst auf, diesen Zusatz in das Glaubensbekenntnis einzufügen. Leo III. Lehnte dies zwar ab, da damit die Einheit zwischen östlicher und westlicher Kirche gestört worden wäre, aber im Frankenreich zählte sein Wort nicht. Hier blieb es beim Zusatz Filioque im Glaubensbekenntnis. Darin und überhaupt im selbstbewussten Auftreten gegenüber dem Papst zeigt sich das imperiale Selbstverständnis Karls des Großen, der sich sogar in kirchlichen Fragen dem Nachfolger des heiligen Petrus nicht mehr unterordnen wollte. Auch kirchenpolitisch füllte Karl also seine Rolle als Kaiser voll und ganz aus. Daneben aber stand als entscheidendes Problem im Verhältnis zum Papst die Frage seiner, also Karls Nachfolge im Raum. Sollte Karls Nachfolger im Zusammenwirken mit dem Papst bestimmt werden oder würde Karl ganz auf eine Beteiligung des Papstes verzichten? Die Entscheidungsfindung war nicht zuletzt deshalb schwierig, weil Karl nicht bloß einen, sondern drei Söhne besaß, die seit längerem selbst den Königstitel trugen. Im Jahr 806 entschloss er sich schließlich zu einer schriftlich fixierten Regelung seiner Nachfolge, der Divisio Regnorum, der Teilung der Reiche. Dies geschah in Form eines Kapitulars oder Herrschererlasses und orientierte sich an den schon früher getroffenen Maßnahmen. Karl der Jüngere sollte den gesamten fränkischen Kernraum von der Loire bis an den Rhein und die neu erworbenen Gebiete bis an die Elbe und die Donau erhalten. Pippin, Italien, das er ja bereits regierte, vermehrt um Bayern und das südliche Alemannien. Für Ludwig waren schließlich nicht nur Aquitanien, sondern auch Septimanien, die Provence und Teile Burgunds vorgesehen. Als gemeinsame Aufgabe wurde den drei Brüdern vor allem anderen der Schutz der römischen Kirche ans Herz gelegt, weshalb jeder einen Anteil an den Alpenübergängen erhielt. Den Papst band Karl so weit ein, als dass er ihm ein Exemplar der Divisio zusandte, um es gegenzeichnen zu lassen. Trotz dieser Beteiligung des Papstes ließ Karl eine überaus bedeutsame Frage offen. Welcher seiner Söhne sollte ihm als Kaiser nachfolgen? Im Unterschied zum fränkischen Königtum war das Kaisertum als Universalgewalt seinem Wesen nach nicht teilbar. Zudem stand für Karl die Anerkennung seiner Würde durch den byzantinischen Kaiser noch aus. Wohl aus diesem Grund unterließ er es im Jahr 806, auch seine Nachfolge als Kaiser zu regeln. Dies erfolgte bezeichnenderweise erst nach seiner Anerkennung durch den Ostkaiser Michael I. im Jahr 812. Inzwischen waren allerdings auch seine beiden älteren Söhne gestorben, sodass Ludwig allein übrig geblieben war. Ihn setzte Karl im September 813 nach oströmischem Vorbild zum Mitkaiser ein, ohne den Papst an diesem Akt zu beteiligen. Entweder krönte er ihn selbst, oder aber er befahl ihm, sich selbst zum Kaiser zu krönen. Da sind die Quellen nicht ganz einig.
Nach Karls Tod am 28. Januar 814 konnte Ludwig dann ohne weiteren Formalakt die Herrschaft im Reich übernehmen. Wir haben damit etwas vorgegriffen, denn zentral ist natürlich die Frage, wie sich nach 800 das Verhältnis des neuen Kaisers zum oströmischen Kaisertum gestaltete. Das Geschehen am Weihnachtstag des Jahres 800 wurde in Byzanz als Provokation empfunden. Dennoch reagierte Kaiserin Irene sehr vorsichtig. Sie schickte eine Gesandtschaft in den Westen, die Karls Absichten erkunden sollte. Mit einer Antwort zogen fränkische und päpstliche Boten nach Konstantinopel. Möglicherweise kamen damals die Gerüchte von einem Eheprojekt zwischen Karl und Irene auf, die in einer einzigen byzantinischen Quelle erwähnt werden und wohl jeder Grundlage entbehren. Grund für das Gerücht war wohl, dass ihre Gegner, also die Gegner der Kaiserin, diese kompromittieren wollten, denn statt den barbarischen Usurpator zu bekämpfen, wollte sie mit ihm verhandeln und ihn gar heiraten. So ist es vielleicht kein Zufall, dass die Kaiserin Ende Oktober 802 gestürzt wurde, noch während sich die westlichen Gesandten an ihrem Hof aufhielten. Immerhin beschritt auch Nikephoros I., der neue Kaiser, den Verhandlungsweg, ohne dass vorerst eine Einigung erzielt werden konnte. Auch ihm war diese Rangfrage aber anscheinend keinen Angriffskrieg wert. Drängender war die Bedrohung des Byzantinischen Reiches durch Araber und vor allem die Bulgaren. Zu militärischen Auseinandersetzungen mit den Franken kam es schließlich trotzdem, allerdings wegen handfester territorialer Interessen. In Venedig, das dem Byzantinischen Reich unterstand, nach innen aber weitgehend autonom war, kam es damals zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen. Die verschiedenen Lager suchten Anlehnung entweder bei den Franken oder den Byzantinern. Als Karl auf dieser Basis Venedig 806 seinem Reich formal einverleibte, konnte Nikephoros dies nicht hinnehmen. Es kam zum Krieg, der sich 4 Jahre hinzog. Während die Franken zu Lande übermächtig waren, beherrschten die Byzantiner das Meer und so konnte keine der Kriegsparteien sich wirklich durchsetzen. Erst im Jahre 810 trat eine Wende ein. Damals plante der oströmische Kaiser einen Krieg gegen die Bulgaren, die ständig seine Hauptstadt bedrängten. Er entsandte Boten zu den Franken, um die kriegerische Auseinandersetzung mit ihnen zu beenden. Karl ergriff die Gelegenheit, um in der Frage seiner Anerkennung als Kaiser eine Lösung herbeizuführen. Dabei war er sogar bereit, auf Venedig zu verzichten. Als die fränkischen Gesandten in Konstantinopel eintrafen, um diesen Vorschlag zu unterbreiten, war Nikephoros jedoch bereits nicht mehr am Leben. Er war im Juli 811 gegen die Bulgaren gefallen. Sein Schwiegersohn und Nachfolger Michael I. führte die Verhandlungen weiter und erkannte Karls Kaisertum schließlich an. Im Sinne der byzantinischen Auffassung der grundsätzlichen Überlegenheit des eigenen Reiches als Fortsetzung des Imperium Romanum interpretierte er Karls Kaisertum jedoch als bloße Rangerhöhung für einen König, der zahlreiche, der mehrere Völker beherrschte. Um diesen Unterschied für die Zukunft deutlich zu machen, nahmen Michael und seine Nachfolger einen eindeutigen Hinweis auf den römischen Charakter in die offizielle byzantinische Kaisertitulatur auf. Nicht mehr nur allein Kaiser, sondern Kaiser der Römer nannten sich fortan die im zweiten Rom am Bosporus residierenden Herrscher. Karl aber wurde im Sommer 812 in Aachen von byzantinischen Gesandten als Kaiser akklamiert. Nach 12 Jahren war er am Ziel und hatte die Anerkennung seiner neuen Würde durch Konstantinopel erreicht. Meine Damen und Herren, ich komme zu einem Resümee und zu einem kurzen Ausblick. Nach allem, was wir wissen, hat Karl der Große mit Macht den Erwerb der Kaiserwürde angestrebt. Er nutzte die Schwäche des Papstes entschieden aus, um die lang ersehnte Gleichberechtigung mit dem oströmischen Kaiser zu erreichen. Sein Ziel war es nicht, etwas Neues zu schaffen, sondern ihm schwebte eine Kaiserherrschaft vor, die zwar an das oströmische Kaisertum anknüpfte, aber deutlich über dieses hinausließ. So wählte er einen Kaisertitel, der den Anspruch betonte, dass er nicht einfach Kaiser war, sondern tatsächlich das römische Reich regierte.
Carolus Serenissimus Augustus Adeo Coronatus Magnus Pacificus Imperator Romanum Gubernans Imperium qui et per misericordiam Dei Rex Francorum atque Langobardorum. Es handelt sich hier nicht um einen Verlegenheitstitel, wie lange Zeit von der Forschung und auch von mir selbst angenommen wurde, sondern um einen Titel, der in doppelter Weise Karls Stellung als römischer Kaiser betonte. Magnus Pacificus Imperator, der tatsächlich das Römische Reich regiert. Damit rekurrierte Karl im Sinne der eingangs erwähnten Nomentheorie auf die Tatsache, dass er Gallien, Germanien und Italien beherrschte, also große Teile des ehemaligen Römerreiches. In diesem Kontext gehört wohl auch die Umschrift seiner Goldbullen, Renovatio Romani Imperii. Karl verstand sich als erster richtiger Kaiser seit langem und wollte eben auch das Römische Reich erneuern. All dies richtete sich nach Lage der Dinge gegen das oströmische Kaisertum. Aber die fränkischen Argumente und Legitimationsstrategien überzeugten letztlich doch nur im eigenen Reich, nicht aber in der ideologischen Auseinandersetzung mit Byzanz. In Konstantinopel glaubte man felsenfest an die eigene, aus einer langen Tradition gespeiste Legitimität. Vermutlich aus diesem Grund besaß die Anerkennung durch den byzantinischen Kaiser einen besonderen Stellenwert für Karl. Für sie war er bereit, auf Venedig zu verzichten, und sie scheint ihn auch dazu veranlasst zu haben, seine Nachfolge nach oströmischem Vorbild zu gestalten. Nicht der Papst oder ein anderer Bischof krönte, ich erwähnte es schon, den Nachfolger zum Kaiser, sondern er selbst. Damit verhielt er sich bei der Bestimmung seines Nachfolgers ganz so wie ein oströmischer Kaiser. Er allein gab die Kaiserwürde noch zu seinen Lebzeiten an seinen Sohn und Erben weiter. Der Papst spielte bei der Vergabe der Kaiserwürde keine Rolle mehr und dies sollte auch unter Karls Nachfolger Ludwig dem Frommen so bleiben. Ludwig bestimmte bereits 817 ohne Rücksprache mit dem Papst seinen ältesten Sohn Lothar zum Mitkaiser und Haupterben und setzte damit seine nachgeborenen Söhne deutlich zurück. Zwar wurden auch Ludwig und Lothar von Päpsten gekrönt, doch kamen diesen Akten keine konstitutive Bedeutung zu. Solange es einen Kaiser gab, der das gesamte Frankenreich beherrschte, war der Papst nicht einmal mehr als Legitimationsstifter unbedingt vonnöten, auch wenn er gern dazu eingesetzt wurde. Diese Funktion hatte er zunächst nur für die Neu- oder Wiederbegründung des Kaisertums im Westen im Jahr 800 gehabt und war dabei letztlich doch nur ein Instrument Karls des Großen gewesen. Erst in bzw. nach der Krise des Frankenreiches in den 830er und den frühen 840er Jahren und der Teilung von Verdun erlangte der Papst diese Position des notwendigen Legitimationsstifters zurück. Aus dem Imperium Romanum Karls des Großen wurde damit etwas gänzlich Neues, das an die Krönung in Rom gebundene Kaisertum des Hoch- und Spätmittelalters. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus